Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Kochen mit AMC. Heute vereinen wir zwei Sachen, die einfach zusammengehören. Und zwar Bier und Fleisch. Wir haben einen Biergulasch gezaubert, der so unglaublich geil ist. Also guckt euch das Video an. Viel Spaß! Folgende AMC-Produkte brauchen wir für die Zubereitung. Einmal unsere Navigenio. Ich habe hier den 5-Liter-Topf mit dem Audiotherm. Da könnt ihr natürlich auch den 6,5-Liter nehmen oder könnt auch den 3,5-Liter nehmen. Ich würde aber schon den großen empfehlen, weil ihr einfach mehr Bratfläche dann habt. Und den Seco Quick habe ich hier nochmal. Von den Lebensmitteln her habe ich hier ein paar Kartoffelchen, Drillinge, die werden wir direkt in den Gulasch mit reingeben. 3 Zwiebeln, eine Paprika, circa 500 Gramm Schweinenacken in Würfel geschnitten und 500 Gramm Rindergulasch habe ich hier. Dann mein Liebling hier. Duckstein-Weizen, da könnt ihr aber auch normales Pilz nehmen, wenn ihr wollt. Dann habe ich hier 2 gehäufte Esslöffel Tomatenmark und 1 gehäuften Esslöffel Senf. Meine Lieben, wir legen los wie immer. Wir schnibbeln jetzt ein bisschen und dann braten wir uns das Fleisch an. So, die Zwiebeln sind auch klein. Ich habe mir endlich wieder ein paar Quick Cuts geholt, dass ich das nicht immer so machen muss. Und jetzt geht es ans Anbraten. Meine Lieben, einfach bei eurem Navigenio hier auf Stufe 6 drehen, dann in die Mitte einmal draufdrücken, dann geht der Pieper an. Wenn ihr nochmal draufdrückt, habt ihr das Fleischsymbol. Und der heizt uns den Topf jetzt richtig schön an. Wir werden uns das Fleisch wirklich Stückchen für Stückchen anbraten, damit wir das Maximum an Röstaromen rausholen. Und anders wie bei einem anderen Gulaschrezept werden wir hier halt nochmal mit Bier abschmecken und das dann ein bisschen runterkochen lassen. Also freut euch drauf. Gleich ruft er und dann können wir anfangen mit Braten. Der Pieper ruft, wir können ihn abnehmen und hier schalte ich runter auf Stufe 2. So, jetzt packen wir uns den Deckel hier und jetzt werden wir uns alle Stückchen für Stückchen anbraten. Bitte nicht das volle Kilo gleich reinhauen, sondern erstmal das halbe Kilo Schweinenacken brate ich an, natürlich ohne Fett. Geben wir uns rein, von beiden Seiten goldbraun anbraten, rausnehmen, Rinderfleisch rein und danach die restlichen Sachen. Und wenn das Fleisch von beiden Seiten richtig schön goldbraun ist, dann könnt ihr es rausnehmen. Also nicht mit Gewalt, es löst sich wirklich von selber ab. Und die Bratrückstände, die ich hier drin habe, das ist die perfekte Grundlage nachher für die Soße. Also die bitte nicht wegwischen oder sonst irgendwas, sondern die werden wir gleich schön verwenden. Meine Lieben, und genau von diesen Bratrückständen spreche ich, weil das ist purer Geschmack hier. Sieht man das? Und da gebe ich mir jetzt die Zwiebeln rein, komplett ohne Fett. Lass die nochmal kurz glasig werden und gebe da jetzt Tomatenmark und die restlichen Sachen rein. So, Fleisch mit reingeben und alles richtig gut umrühren. Und genau das ist das Geheimnis, es muss so kurz vorm, es darf nicht anbrennen, aber es muss richtig schön dunkel werden im Endeffekt. Dadurch entstehen die ganzen Röstaromen. Und jetzt löschen wir das Ganze hier mit unserer Wunderwaffe ab. Ich bin halt Pro. Das ist nicht mein erstes Bier im Leben. Ihr braucht eine ganze Flasche, aber nicht eine ganze Flasche für den Topf. Die Hälfte kommt in den Topf, die andere Hälfte kommt in den Koch. Ja? Also geben wir hier mit rein ungefähr 200, 250 Milliliter.
wenn ihr riechen könntet, wie das duftet. Also es ist wirklich genial. Meine Lieben, jetzt ist es wichtig, nicht gleich den Seco Quick draufzusetzen, sondern wir reduzieren das Ganze um die Hälfte. Also das Bier muss ein bisschen zerkochen, dann wird der Geschmack noch mal intensiver. Und wenn die Hälfte ungefähr weg ist, dann geben wir uns die Kartoffeln rein und setzen Seco Quick drauf. So, Seco Quick jetzt oben drauf. Wir machen es uns natürlich einfach. Ich schalte hier von Stufe 6 auf Stufe A, nehme mir den Audiotherm, klipse ihn mir hier oben drauf und gehe auf Turbo, einfach in der Mitte so lange drücken, bis ihr Turbo habt, auf 10 Minuten. Das reicht vollkommen aus. Also in jedem normalen Rezept findet ihr auch anderthalb Stunden, zwei Stunden. Ist ein Schmorgericht, desto länger, desto besser. Bei uns reichen diese 10 Minuten. Jetzt brauchen wir nichts mehr machen. Jetzt blinkt der blau. Meine Aufgabe ist jetzt wieder sauber machen und gleich ist es fertig und wir können probieren. Der Pieper ruft, wir können ihn abnehmen. Navigenio drehe ich komplett aus und das Ganze lassen wir jetzt von alleine drucklos werden. Am besten auch von Navigenio, dann zerfällt das Fleisch richtig, aber ihr könnt es auch in den Deckel reinstellen, dann ist es auch durch. So, und ja, klar, Schiff hat meine Frau gemacht, das muss ich erwähnen, wurde mir gerade gesagt. Ja. Ich habe aber geholfen und gleich können wir essen und probieren. Mmh, lecker, lecker. So, meine Lieben, und das Ganze ist jetzt fertig. Die Soße ist noch ein bisschen dünnflüssig. Wenn ihr sie natürlich drinnen lässt, ein bisschen umrührt, dann dickt die von alleine ein. Dann bitte kein Mehl oder sonst was rangeben. Ihr könnt auch das Ganze noch mal kurz aufkochen lassen, dann geht das auch noch mal ein bisschen schneller. Und dann sind wir durch. So, meine Lieben, jetzt darf ich natürlich auch probieren. Schön ein bisschen Kartoffel dazu. Die ist auch noch bissfest, also die ist nicht komplett zerkocht. Und oh, der Hammer. Richtig geil. Also die zwei Sachen gehören einfach zusammen, Bier und Fleisch. Sieht man das, wie man das hier auseinander rupfen kann? Also wirklich, ich liebe meinen Job, ich kann es nicht anders sagen. Ja, wirklich genial. Ja, macht es auf jeden Fall nach. Vergesst uns nicht, einen Daumen nach oben zu geben, wenn ihr unsere Videos feiert. Und besucht uns unbedingt mal auf unsere Social Media Kanäle wie Facebook. Da haben wir eine eigene Gruppe, die heißt auch Kochen mit AMC. Da haben wir über 7000 Gleichgesinnte, also Wahnsinn, was da für eine Aktivität ist. Vielen, vielen Dank dafür. Auch Instagram lohnt sich, da seht ihr öfters so einen Blick hinter die Kulissen. Da heißen wir auch Kochen mit AMC. Und das Wichtigste ist aber unsere Rezepte-Community, kochenmitamc.info. Da habt ihr so die geballten Rezepte alle zusammen. Ja, nicht nur von uns, sondern von euch auch teilweise drin, von AMC und. Holt euch auch die kostenlose App im App Store und Play Store. Die heißt auch Kochen mit AMC. So, alles eine Linie. Wir sehen uns jeden Donnerstag, meine Lieben, um 18 Uhr. Macht's gut. Ich wünsche euch eine Knallerwoche. Ciao, ciao.